Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, dann kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Und das gilt auch für Paul Lim, der heute bei der PDC-WM sein Erstrundenspiel gegen Luke Humphries gewonnen hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast. Mein Name ist Marvin Farnbaum und über diesen legendären Tag rede ich zum einen mit Moritz Kettner. Hi Moritz. Ich bin noch irritiert, aber guten Abend zusammen. Und auch der Shorty wurde Zeuge dieses Spiels von Paul Lim heute Abend. Hi Shorty. Ja, und auch von diesem Gesang. Jetzt weiß ich nicht, was mich mehr inspiriert. Ich hoffe noch, dass es Paul Lim war, aber ich dachte mir, zu dieser Feier, zur Ehre des Paul Lims, werde ich doch mal ein bisschen was anstimmen. Ich hoffe, es war halbwegs erträglich. Sonst starten wir immer chronologisch, aber heute will ich einfach mal sagen, wegen der Ereignisse gehen wir direkt in diese Partie von Paul Lim rein. Shorty, 66 Jahre, ich habe es gerade besungen, gewinnt 3-2 gegen Luke Humphries. Wie hast du dieses Spiel empfunden? Ja, was für eine Achterbahn, oder? Was für ein Irrsinn. Irgendwie cool. Hand Luke war bei seinen beiden gewonnenen Sets irgendwie stinksauer über die Schwierigkeiten, die er hatte. Und er konnte das sein ganzes Spiel nicht ablegen, dass der Paul Lim einfach nicht einfach aus einer WM rauszukegeln ist. Der immer weiter beißt und immer weiter zwickt und hier noch ein Leck und da noch ein Leck und auf einmal fliegen ihm die Sets um die Ohren, die Sicherheit geht weg, die Ziellinie ist in Sicht und ja, und am Ende vom Lied müssen wir uns ein Lied von Marvin van den Boom live reinziehen, weil Paul Lim das Unglaubliche schafft und das Ding auf seine Seite zieht. Also von daher ein sehr schmerzvoller Abend. Nein, natürlich nicht. Marvin, anbetungswürdige Stimme, engelsgleich, okay. Gar keine Frage. Danke. Manchmal, man muss ja manchmal einfach so gönnen, Shorty. Ja, richtig. Moritz, wie fandest du das Spiel? Also Humphries hat ja die ersten beiden Sätze gewonnen, weil Lim am Anfang die Doppel einfach nicht getroffen hat. Hat sich dann aber irgendwie dann doch zurückgekämpft. Hat sich ein bisschen so angefühlt wie letztes Jahr gegen Rothaus, wo man so dachte, jetzt kommt er da hin und dann ist die Nummer schon wieder weg. Und man muss ja sagen, Humphries hatte, glaube ich, 4 Darts alleine, um auch im dritten Satz in Führung zu gehen. Und ja, das merkt dann auch ein Humphries wieder. Natürlich ein Paul Lim, der beißt sich fest, der gibt sich nicht geschlagen und meine Güte, in 5 Jahrzehnten bei der WM Spiele gewonnen, das ist, boah, Wahnsinn. Also kann ich gar nicht zusammenfassen. Und das Schönste ist für dich, Marvin, auch, er hat ja schon vor dem Walk-on seinen ersten Geisterwurf mit der rechten Hand gemacht. Also der war sehr motiviert ins Spiel gegangen. Also ich glaube nicht mal, dass das ein Geisterwurf war. Ich glaube, dass das tatsächlich die chinesische Glückskatze ist, da sich immer wieder dieses Glück rausgreift und zack fürs nächste Leck und hier noch ein Probeschwung. Und nein, das ist die Glückskatze. Er ist nur nicht so golden. Und der Longsleeve war natürlich auch am Start, darf man nicht vergessen. Interessante Szene natürlich, oder spielentscheidende Szene natürlich dann im 5. Satz, wo beide einige Darts auf die Doppel verpassen. Humphries auf der Doppel 1 sich einige Male überworfen, Shorty. Da kam dann auch einfach der Faktor der Legende ins Spiel, oder? Da wusste ich, spiele gegen Paul Lim, es ist so entscheidend, ich muss das Ding jetzt treffen, weil mit der Erfahrung, der wird mir das Doppel gleich geben. Ja, ganz genau. Und eben der Frustfaktor. Ne? Er gewinnt diese beiden Sets und fühlt sich dabei nicht gut, weil er immer noch nicht dieses Legendenstatus abschütteln kann. Nicht eine Sekunde fühlte er sich safe. Und dann kommt halt Paul, er macht es ja unnachahmlich und dann hat er diese Möglichkeiten, sich da wieder rausgearbeitet, der gute Luke Humphries. Und dann kommt wieder der Mentalsport da. Ne? Die Ziellinie erarbeitet, aber drüber gehen oder ankratzen war nicht drin. Ne? Das ist irgendwo die Blockade, die es dann jetzt auszumerzen gilt, wenn man eben in der Historie ein bisschen befangen ist, wie er natürlich auch. Ich meine, du hast es gerade erwähnt, in 5 Jahrzehnten erfolgreiches WM bestritten, also mindestens ein Spiel gewonnen. Ne? Das ist doch irrsinnig, was für eine lange Karriere dazu bringt. Und da merkt Luke Humphries, wo er eigentlich ist, so ganz, ganz, ganz am Anfang. Und irgendwie ja, wird ihm so ein Spiel gut tun und wird ihn erden, weil nur solche Dinger, solche Erlebnisse bringen dich einfach weiter, wo du eigentlich der klar Bessere bist und ihn schnappen kannst, aber irgendwie nicht gegen dich selbst ankommst. Dann weißt du, wo sind noch Baustellen, wo kann ich dran arbeiten. Ich hatte auch den Eindruck eigentlich, dass er sich im letzten Satz sehr gut gesammelt hat. Also da spielt er den 11-Darter vorweg, dann wieder 3 Aufnahmen mit 2 Trippeln dabei. Oh, dann muss es halt auf Doppel gehen, ne? Ja. Das geht nicht jeder über die Linie. Das stimmt. 17 mal 140 von Paul Lim musste lange auf seine erste 180 warten, aber
ja, hat's am Ende einfach gerissen. Und das hat viele natürlich sehr gefreut. Ob sich Dimitri Vandenberg darüber freut, weiß ich nicht. Moritz, was denkst du? Ich denke mal, er hätte wahrscheinlich lieber Luke Humphries gespielt. Weiß ich nicht, aber so oder so wird er sich auf das Match freuen. Also mal auch dann, das ist ja auch vielleicht eine Auszeichnung als Spieler, dann einmal gegen die Legende gespielt zu haben. Und es ist ja auch dann ein Test, weil man sieht, es war ja auch ein Test heute für Humphries, eben wie Shorty sagt, eben gegen diese Legende auch zu spielen. Du spielst halt nicht nur den Gegner, so simpel wie es sich anhört, sondern eben du spielst Paul Lim. Also da steht ein bisschen mehr auf der Partie drauf. Das definitiv auf jeden Fall das Highlight des gesamten Tages. Dann springen wir erstmal noch ein bisschen zurück in den Nachmittag. Erste Partie war da Mickey Menzel oder Michael Menzel gegen Haupai Pua. Das war der erste Whitewash-Shorty. Menzel hat sich ja noch nie zuvor gewonnen und jetzt direkt dann zu null. Ja, wie das Leben schon so witzige Dinge schreibt, oder? Es ist faszinierend. Also, Haupai Puha, genau, hat auch so eine lange Strecke investiert in diese WM. Ist so lange Monate außerhalb Neuseelands geblieben oder vielmehr in Großbritannien geblieben und hat sich darauf vorbereitet. Und dann hat er so einen für sich selbst auch niederschmetternden Auftritt hingelegt, indem er tatsächlich auch unter der 80-Punkte-Barriere geblieben ist. Und Mickey Menzel, ja, dem schien das, die Sonne wohl nicht nur aus dem, ne, berühmten Loch, sondern der konnte sein Glück kaum fassen, wie entspannt er hier aufspielen konnte und sich immer mehr steigern konnte und völlig gefahrlos in Whitewash einräumen konnte. Ich glaube, das auf einer Agenda zu haben in seinem, ich weiß jetzt nicht, war das der vierte oder fünfte Anlauf? Ich habe es nicht genau mitgekriegt. Vierte, glaube ich, ja. Der vierte Anlauf ist natürlich umso glücklicher für ihn, aber dass so ein Spiel wirklich eins unter Tausenden ist, ne, da sind wir uns alle sicher, dass sowas nicht unbedingt alle Tage vorkommt, dass der Gegner sich so ja doch wehrlos präsentiert bei der WM. Die Zeiten sind eigentlich gezählt. Das ist ein kleiner Glücksgriff für Menzel. Trotzdem war er sehr emotional, auch im Interview in der Pressekonferenz danach, denn beim letzten Auftritt wurde er von der DAA bestraft, weil sie ihm vorgeworfen haben, er hätte nicht sein Maximum gespielt. Moritz, das war ja auch so eine brisante Geschichte, da haben viele diskutiert und das hat ihn auch sehr beschäftigt, hat er gesagt. Ja, not playing to the best of his ability. Also das kann er sich heute definitiv nicht vorwerfen mit einem Schnitt von 94 Punkten. Das ist halt schwierig, ne? Gut, das Fass DRA kann man sowieso an anderer Stelle groß nochmal aufmachen und fragen, welche Strafen da immer historisch ausgesprochen wurden. Aber klar, wenn du als Spieler mal eben der zu einer WM fährt, um eben dort zu gewinnen, dann nachgesagt bekommst, ja, du hast es ja nicht wirklich versucht und musst dann da irgendwie in so eine Strafe einwilligen, das haut einen mental, glaube ich, schon erstmal weg. Und gerade für einen Menzel, der es ja bis jetzt eigentlich fast nie geschafft hat, die Floorform oder das, was er auf dem Floor mal gezeigt hat, ist ja eigentlich relativ konstant da unterwegs. Das hat er noch nie auf die Bühne gebracht. Und dann heute so zu reagieren, coole Nummer. Ja, DRA auf jeden Fall ein interessantes Thema, Short. Ich erinnere mich einmal, hattest du auch mal eine Strafe bekommen for trying to bring alcohol into the venue. Was? Das kann gar nicht sein. Ich glaube, die haben Strafe so, ich würde mal sagen, zwischen 57 und 62 steht mein Name hinter. Die wurden erst erfunden, als ich da in diese PDC geändert habe. Ja? Also bei mir war das einmal eine Strafe wegen nicht Business Shoe-like, weil ich Gartenclogs anhatte. Ich bin ja mit den Crocs unterwegs gewesen und habe mich qualifiziert und Turniere mitgespielt und alles und das haben sie mir da verboten. Da haben sie Business Sneaker dann irgendwie eingeschrieben. Das ist völlig verrückt. Aber so sind sie. Ich meine, das ist jetzt 15 Jahre her. Ja, das waren nur andere Zeiten, definitiv. Andere Also mit Zeit. den Clogs spielt jetzt keiner mehr auf der Bühne. Das können wir Nee. definitiv verneinen. Das hat auch Wurscht. nicht, das hat auch nicht Darius Abinauskas getan. Der hat 3 zu 0 gegen Shengan Liu gewonnen, Moritz. Das war eigentlich souverän. Liu hat ab und zu mal gezeigt, dass er ordentlich Dart spielen kann, aber auf jeden Fall nicht konstant genug. Ja, so Labanauskas hat die Definition von seinen Stiefel runterspielend geliefert. Da war nichts mehr als 16 Darts dabei. Liu hatte seine Höhen und Tiefen und Labanauskas ist so unfassbar konstant da durchmarschiert, dass Liu auch mit den wenigen Momenten, die er hatte, nicht angreifen konnte. Den geilsten Moment hat er natürlich gehabt beim Walk-on. Also unfassbar, wie er da in dieser Halle steht und dann läuft da You Raise Me Up und John McDonald kündigt ihn an und da steht dieser kleine Chinese verloren im großen Eddie Paddy. Zu dieser epischen Musik, also ganz wild. Ich hätte gern gesehen, wie das bei den Zuschauern angekommen wäre, wenn die da schon ein paar Bier-Intus gehabt hätten. Aber ja,
Chengan Liu war ungefähr das, was man am Ende erwarten konnte von ihm. Hat mich sogar am Anfang überrascht, dass er so gut mitgehalten hat. Aber ja, reicht einfach nicht, um Labanauskas in der Form umzuhauen. Dann folgte die engste Partie des Nachmittags zwischen Wayne Jones und Kieran Tierney. 3-2 konnte der alte Hau gegen Wayne Jones das Ding im Duell der Generation auch für sich entscheiden. Es war nicht hochklassig, muss man sagen, Shorty, aber am Ende hat dann doch die Erfahrung von Jones gegen die ja noch nicht so große Erfahrung von Tierney dann gesiegt. Ja, das ist wohl wahr. Das war so ein einfaches Erfahrungsding, weil Tieren ist ja auch einer der Young Guns, die jetzt über die JDC reinkommen, wo wir ja auch noch heute den Bradley Brooks noch kurz zum Thema haben. Da ist eine große Qualität am Start. Und du hast gesehen, Wayne Jones ist ein ganz, ganz alter Hase. Der war damals auch bei der WM, also schon vor 15 Jahren und taucht immer mal wieder auf. Spielt fantastische Jahre, spielt Katastrophenjahre. Also nach diesem Ding sich dann dahin zu stellen, zu sagen, na, wenn ich gut spiele, dann schlage ich auch meinen nächsten Gegner. Aber wenn ich nicht so hier Joe Cullen, wenn ich nicht so gut spiele, dann wird es halt ein kurzes Spiel. Also da war ich schon ziemlich sicher, denke ich mal, dass er sich nicht auf den Practice Room verlassen kann, weil da wirft er sich unwahrscheinlich gut ein, ist total gechillt und auch vom Mindset her, jo, jetzt mache ich hier ein gutes Spiel und hat nachher so eine wirklich enge Kiste am Start, wo er dann selber sich wieder in Erklärungsnot findet mit dieser Relativiererei. Ja, wenn ich gut spiele, schaffe ich ihn, wenn nicht, dann nicht. Ja, dann brauchst du eigentlich auch gar nichts sagen. Ne? Also von daher müssen wir mal abwarten, ob Joe Cullen ein bisschen mehr aus Wayne Jones rauskitzeln kann, weil ich fand ihn eigentlich als ja, oft über die Jahre gesehen eigentlich als nicht so schlecht. Er ist immer noch wieder einer, der immer mal wieder aufploppt und ja, wenn er damals nicht diese unglückliche Konstellation hätte, wo er seine besten Jahre hatte, dann hätte er vielleicht mal so eine kleine Serie von 5, 6, 7 guten Jahren schieben können und sich da irgendwo festbeißen können, aber werden wir abwarten, wie er sich jetzt gegen Joe Cullen macht, ne? Das werden wir definitiv tun. Dann noch die letzte Partie zwischen Jamie Hughes und Adam Hunt. Da hat es dann den ersten Gesetzen bei dieser WM erwischt. Jamie Hughes verliert mit 0-3, sehr deutlich auch. Nur ein, ich glaube, 75 Average war es von Jamie Hughes. Puh, das war nicht gut. Aber Moritz, es wurde ja im Nachhinein dann auch gesagt, dass Hughes wahrscheinlich am Ellbogen operiert werden muss in den nächsten Monaten. Da lässt sich dann natürlich auch schon die Ursache leicht finden. Ja, und das erklärt ja auch, oder ich glaube, das war auch schon über das Jahr so ein bisschen ein Thema bei ihm. Oder man sieht, er hat eine sehr stark durchziehende Wurfbewegung. Und wenn da natürlich der Ellbogen ein Problem ist, ich glaube, das schmerzt richtig, wenn man dann jedes Mal den Arm so durchziehen muss. Deswegen besser jetzt das klären lassen in Corona-Zeiten. Ich glaube, er hat ja sogar auf Twitter geschrieben, dass er das jetzt direkt nach AWM irgendwie in Angriff nehmen will und dann erstmal 12 Wochen Abstinenz vom Board und dann erstmal wieder frisch neu dabei sein. Ich glaube, das ist das Beste, weil klar, jetzt bei der WM, dann das muss man mitnehmen, da muss man nochmal probieren, alles was geht, vielleicht, dass man da noch ein paar Spiele vor die Füße gelegt bekommt, aber das war ja heute gegen Adam Hunt dann gar nicht der Fall. Der hat seine Sache gemacht und ja, einfach im nächsten Jahr neu wiederkommen. Das wird er wahrscheinlich definitiv tun, aber die 7.500 Pfund, die will man natürlich auch irgendwie mitnehmen. Wenn man nicht antritt, Shorty, dann ist halt die Null da. Eben. Und 7.500 Pfund ist natürlich auch nicht wenig Geld. Ja, na klar, in der Position, in der Jamie Hughes ist, hilft jedes Pfund, weil 12 Wochen Auskurierzeit ist so eine gedachte Zahl bei so Operationen wie an Gelenken. Ich merke das ja bei mir an der Schulter auch. Wir sind da auch in diesem Prozess. Ich komme immer weiter jetzt mit dem Arm nach oben und unten, aber mache ich noch eine Bewegung in eine unbedachte Richtung, merkt man eigentlich, wie viele Bänder und wie viele Verbindungspunkte es so gibt in der Schulter. Das knallt, das macht dir das Schulterblatt taub. Das ist ein sehr tiefgehender Schmerz. Das ist schon noch eine perverse lange Heilungszeit, um dann da wieder so schmerzfrei mit dieses Überreißen zu kommen. Und er hat ja auch eine sehr katapultartige Wurfbewegung vom unteren Ellbogen, diesen kleinen Trizeps, weiß nicht, Muskel, der da unten sitzt, der die Geschwindigkeit rausjagt. Wenn der nicht eben gut wieder verbunden ist und das alles schmerzfrei ist, wird das eine längere Zeit als 3 Monate oder 12 Wochen. Also von daher warten wir mal ab, wie lange Jamie Hughes da braucht. Ist ja Bindenberg gerade, wie gesagt, in dem Selbstexperiment mit meiner Schulter. Ist ja relativ vergleichbar. Also von daher, ich habe da schon alleine von Haus aus 6 Monate auf den Arsch gekriegt an Kurierzeit, um wieder einigermaßen das mit Absicht zu machen, was du so gerne machst. Also von daher wünsche ich Jamie Hughes alles Gute und schnelle Genesung, aber einfach wird das nicht. Da schließen wir uns natürlich an und hoffen, dass Josa dann nächsten Jahr dann wieder angreifen kann auf der Tour. Gehen wir rein direkt in den Abend, der ist wirklich stimmungsvoll begonnen.
Und zwar mit der Partie zwischen Dick van Dijvenbode und Bradley Brooks. Das war ein schnelles Ding. Also Brooks super stark. Ja, die ersten beiden Sätze gewonnen. Vor allem im ersten Satz ein wahres Feuerwerk abgeliefert, Moritz. Aber van Dijvenbode hat es irgendwie geschafft, sich da irgendwie rauszuziehen und hat am Ende eigentlich zur Aufholjagd geblasen und ist dann wirklich an Brooks auch vorbeigeflogen. Ja, zwei ganz unterschiedliche Matchhälften. Ich hatte eigentlich so ein bisschen gedacht, auch im Podcast von gestern, da hattest du gesagt, glaube ich, das war drei von vier Matches mindestens, auf die du dich richtig freust. Dann hatte ich überlegt, ob du dem Brooks nicht zu stark redest. Ja, und dann haut er mir die beiden Sätze um die Ohren. Da war ich dann aber ganz still. Und wie er es gemacht hat, war ja auch wirklich beeindruckend. Und dann gibt es so einen kleinen entscheidenden Moment. Er geht ja so nach dem zweiten Satz von der Bühne und hat schon dieses Siegergrinsen drauf. Das war für mich so dieses Déjà-vu-Gefühl an Robert Marjanovic, der sich ja mal hier im Podcast, glaube ich, geöffnet hat und gesagt hat, Mist, damals gegen Richard North, das werde ich mir nicht verzeihen, dass ich mich da hinstelle und das Shakern mit den Securities anfange. Gut, bei Bradley Brooks gehört es, glaube ich, sowieso ein bisschen mehr dazu, dass er ein bisschen das Spielen auch macht. Und ich finde das auch ganz cool, also gerade für das junge Alter, da schon so dieses kleine Spielchen da auf der Bühne zu veranstalten. Ja, aber dann halt gewinnt noch das erste Leck, glaube ich, im dritten Satz. Und danach geht das ganz in eine andere Richtung, weil van Dijvenbode auch sich selber viel mehr gepusht hat. Ich glaube, hat er auch im Interview danach gesagt, dass er ein bisschen mehr ärgerlich auf sich sein wollte, dass er einfach ein bisschen aggressiver gespielt hat. Und dann hat man ja gesehen, dann lief das plötzlich besser und Bradley Brooks ist nicht komplett abgefallen, aber halt, das ist dann Stichwort Erfahrung. Aus dem Spiel kann er eine Menge mitnehmen, was er lernen kann, dass man dann vielleicht, wenn er das nächste Jahr hier hinkommt, so ein Match auch durchbringt. Ja, schaut, da ist ja einiges zusammengelaufen, auch in den Averages. Beide am Ende beim 92er Average. Und wenn man bedenkt, dass Brooks über 100 angefangen hat und van Dijvenbode bei 80, dann ist das, ja, dieser Verlauf, man negert sich immer weiter in die Mitte ein und natürlich ist der von hinten kommt, dann natürlich ein Vorteil. Ja, das ist klar. Du hast auch das Momentum auf deiner Seite, wenn du so kleine Aufholjagd startest und das Ding geht gut. Aber wie schon erwähnt, Bradley Brooks ist in sehr jungen Jahren, sehr jungen Erfahrungen und hat sich da rausbringen lassen mit gewisser Selbstsicherheit, die er da an den Tag gelegt hat. Und Dirk van Dijvenbode hat nicht viele Fehler gemacht. Also als die Fehlerquelle sich bei Brooks einstellte, dass er aufgehört hat zu scoren in dieser beeindruckenden Geschwindigkeit, hat es Dirk van Dijvenbode übernommen. Und der hat seinen kompletten Body Language geändert. Der hat auf aggressiv gestellt, der hat sich abgefeiert und der hat ihn beeindruckt. Der hat den jungen Bradley Brooks wirklich beeindruckt, dass er alles, was er gegeben hat, Bradley Brooks, ihn immer noch nicht geschlagen hat, dass er sich so zurückkämpft und noch stärker jetzt auf ihn eintrommelt, als er auf den van Dijvenbode eingetrommelt hat, hat den Jungen völlig durcheinander gebracht und er hat so lange den Faden verloren, bis van Dijvenbode das Ding in Style zu Ende gebracht hat. Also Chapeau davor, dass van Dijvenbode wirklich bis zum bitteren Ende, bis zu dieser 2-0-1-0 Set- und Leckführung von Bradley Brooks an sich geglaubt hat, gib mir eine Chance und ich reiß hier die Hütte ab. Und das hat er getan. Also fettes Spiel von Dirk van Dijvenbode. Ich denke gerade Stichwort Hütte abreißen. Er hat jetzt aber, glaube ich, das Problem, dass er diese blöde Aubergine das ganze Turnier mitschleppen muss, oder? Ja, ich dachte auch zwischendurch. Also mit seinen Aggressionen gleich zerquetscht er das Ding. Also dachte ich, wenn es da keinen Halten mehr gibt, er konnte es ja nicht rauslassen, keine Zuschauer da, gleich drückt er das Ding zusammen. Aber er hat es, glaube ich, heile gelassen und vielleicht bringt er sie dann in der nächsten Runde wieder mit gegen Rob Cross. Ich glaube, das ist jetzt ein Glücksbringer. Das muss er jetzt durchziehen und dann wird er der Auberginen-Weltmeister, glaube ich. Ja, wenn er uns nicht zum Finale noch ein köstliches Rezept überreicht oder uns da wie Paul Bocuse erstmal eine halbe Stunde einen vorkocht, wer weiß. Mit Jamie Oliver als Stargast ist Tim Meltzer geplant. Oder Steve Hein kommt rein und wirft ein paar Muffins auf die Bühne. Ja, hätten wir zwei Gänge. Oh Mann. Naja, van Dijvenbode auf jeden Fall mit 3-2 durchgekommen. 3-2 auch das Endergebnis zwischen John Henderson und Marco Cantele. Das war jetzt kein Leckerbissen, um mal in der Restaurantsprache zu bleiben, Moritz. Henderson hat auf jeden Fall abgespeckt, das passt auch noch ins Bild, also viele Kilos abgenommen. Am Ende 3-2 gewonnen, vom Average war er auch deutlich überlegen. Eigentlich unglaublich, ne, dass er am Ende 91 spielt. Das, glaube ich, kommt viel auch aus dem letzten Satz, der dann echt nochmal gut war. Marco Cantele hat es geschafft, trotz dieses Averages von 80 Punkten irgendwie sich da durchzuwursteln. Also es war ja jetzt eigentlich tatsächlich, hing das Match komplett von John Henderson ab. Wenn Henderson seine Doppel getroffen hat, hätte er sie alle getroffen, dann wäre er damit 3-0 durchgegangen und Cantele hat einfach alles aufgewischt, was
im Liegen geblieben ist. Also selbst ich habe nach dem Match einmal ganz tief durchgeatmet, weil das war ja wirklich, du hast es angesprochen, nicht sehr schnell und dann zog sich das immer weiter und man hat gemerkt, wie auch ein Henderson so ein bisschen damit gerungen hat, irgendwie die Kontrolle über sich zu bewahren. Ja, und ich frage mich aber auch, weil du gesagt hast, abgespeckt, ob diese Wippbewegung noch immer das gleiche ist. Das habe ich mich schon eigentlich, auch als ich beim World Cup gesehen habe, mich gefragt, ob das auf Tops für ihn immer noch das gleiche ist. Weil jetzt ja auch, glaube ich, da sich physisch dann einiges verändert, wenn er die Wippbewegung da ausführt. Bin ich gespannt, wie das in der nächsten Runde aussieht. Definitiv ein interessanter Punkt. Henderson kam als letzter Protospieler ja rein, also dieses Jahr nur knapp die WM erreicht. Luke Humphries gegen Paul Lim hatten wir ausführlich besprochen. Bleibt noch das Match zwischen James Wade und Callum Rist zum Ende des Abends. 3:0 hier, James Wade, der Sieger, Shorty. Ich würde fast behaupten, es war typisches Wading von James Wade, vor allen Dingen im zweiten Satz am Ende. Rist verpasst ein paar Setards und Wade klaut ihn dann diesen Satz noch mit der Doppel-10 am Ende. Das war typisch James Wade. Ja, absolut. Hat überhaupt gar nichts anbringen lassen. Wenn er dann die Möglichkeit hatte, war er erfolgreich, tödlich. Fast 50er-Quote auf Doppel. Spricht schon mal die eine Sprache und die andere Sprache spricht einfach, dass wir jetzt das vierte Spiel an dem heutigen Tag haben, wo der Sieger in den 90er hängt und der Verlierer unter 80 bleibt. Und das ist Callum Rist, hat zwar hier den einen oder anderen Moment kreieren können, aber er hat im Ganzen 240er plus geworfen und 10 Darts auf Doppel bekommen. Davon hat er 3 umgesetzt. Also das war irgendwie so ein Tag zum Vergessen für Callum Rist. Und Wade hat einfach, ja, business as usual, gib mir eine Chance und du bist tot. Und mehr gibt es in dem Spiel auch kaum zu sagen. Ja. Wir haben ja vorgestern auch über das B-Game von Rist gesprochen. Das ist dann heute eben, wenn der erste Dart nicht kommt, wie er will, sah das problematisch aus. Ja, definitiv. Wenn man da mal in die Statistik genau reinschaut, der Average vom ersten Dart ist bei 24 Punkten. Also das ist natürlich extrem dünn im Vergleich, da hat James Wade bei 30. Und das erzählt eigentlich schon die ganze Geschichte dieses Spiels. Kommen wir dann zu den beiden Kategorien, die wir jeden Tag hier ausfighten in unserem Podcast. Beim Player of the Day bin ich mir fast sicher, dass wir uns da heute sehr einig sind. Beim Match of the Day, da bin ich erstmal gespannt. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Unterschiede rein, Shorty. Also Player of the Day würde ich mal raten, jetzt aus deiner Sicht Paul Lim. Ja, du hast recht, Marvin, auf jeden Fall Paul Lim, weil war faszinierend. Und es ist weiterhin faszinierend, wie der Kerl bei 5 Jahrzehnten unterschiedlichen WM-Teilnahmen immer wieder in der Lage ist, auch noch ein Spiel zu gewinnen. Und dieses Spiel zu gewinnen, war ja aller Ehren wert. Oder was für eine fantastische Aufholjagd und was für ein Dämpfer für die Vorfreude des Luke Humphries, diese Cool Hand war heute zu kalt, hat entscheidende Fehler gemacht und Paul Lim hat ihn da in diesem tollen Set-Format, in dem wir diese WM spielen, tatsächlich wehtun können. Also für mich Spieler of the Day, Paul Lim, ja. Moritz, fließt du dich da an? Ja, kann man, glaube ich, keine Diskussion finden. Noch beim Match of the Day ist, glaube ich, eindeutig. Entscheide ich mich für Menzel gegen Pua. Nein, Quatsch, ist natürlich Lim gegen Humphries. Also, weil auch von den anderen, klar, es gab enge Matches dabei. Ich glaube, vielleicht, du hättest da auch auf Van Dijvenbode gegen Brooks Bock, aber nee, alles Lim heute. Alles zum Zeichen von Paul Lim in der heutigen Ausgabe. Ja, dann schauen wir schon auf den Samstag voraus. Der wird wieder sehr interessant aus deutscher Sicht. Gehen wir zunächst mal in den Nachmittag. Da stehen die Partien zwischen Steve Lennon und Daniel Larsson, Scott Waits gegen Matt Campbell, Kim Huybrechts gegen Dee Shuang und eben Mervyn King gegen Max Hopp auf dem Programm Shorty. In der ersten Runde haben wir gesagt, Max gegen Gordon Mathers wird ein klares Ding, haben wir recht behalten. Was glauben wir jetzt von der Partie zwischen King und Hopp? Ja, da müssen wir uns jetzt ganz behutsam ausdrücken und sagen, ich glaube, ich werde nicht müde, das zu sagen. Max Hopp hat seinen Anfang und Dingens mit Startschusskarriere, die immer weiter nach oben geht, Sky is no limit, über Mervyn King mehrfach triumphiert und mitgestaltet. Und er hat ein gutes Verhältnis zu den Spielen, die er gegen Mervyn King gemacht hat. Also ich denke,
Max hat da eine sehr, sehr gute Chance, eine Runde weiterzukommen, obwohl Mervyn King eine wirklich tolle Player Championship gespielt hat, aber wir in diesem Jahr ja gelernt haben, dass das tatsächlich alles so Momentaufnahmen sind. Das können 3, 4, 5 ganz wunderbare Tage werden und du ziehst dir einen Titel und die nächsten 3, 4, 5 Tage können eine Katastrophe sein und du fliegst in der zweiten Runde raus mit einem Schnitt von unter 80. Also von daher, Mervyn King kann man natürlich viel zutrauen, aber ich möchte gerne, dass Max da nochmal ja, seine Sicherheit wiederfindet und dieses Spiel für sich entscheidet. Also ist da mein Favorit in der Partie Max. Moritz, wie schätzt du die Partie ein? Was traust du Max zu? Glaubst du auch an den Sieg? Ich tue mich ein bisschen schwer, aber ich glaube schon, dass wir die Zeichen jetzt gesehen haben gegen Gordon Mathers, dass er zumindest auf der Bühne da, das war glaube ich schon mal ganz wichtig, dass er auf der Bühne da performt hat, dass er da keine großen Ausreißer drin hatte. Wie gesagt, bei Mervyn King weiß ich irgendwie auch nie, das ist ein Spieler, den ich über Jahre hinweg immer und immer wieder unterschätzt habe und in jedem einzelnen Major-Turnier hat das mir gezeigt, dass ich wieder mal falsch lag und deswegen wäre es irgendwie verfrüht von mir zu glauben, dass ich King schon wieder unterschätzen will. Deswegen, ich hoffe, dass Max es ausgeglichen gestalten kann. Gefühlt habe ich diesen Erfahrungsvorteil bei King, aber ich glaube, wir wissen alle, dass Max Hopp, Short jetzt angesprochen, mit den Good Vibes, die er gegen King vielleicht hat, einfach dort was abreißen kann. Ja, ich habe King tatsächlich auch schon oft unterschätzt, muss ich zugeben. Ich traue Max trotzdem auch den Sieg zu. Wäre natürlich ein schöner Start in den Samstag aus deutscher Sicht, wenn Hopp da am Ende der Nachmittagssession das Ding zieht. Dann könnte Nico Kurz nämlich am Abend daran anknüpfen. Der spielt nämlich dann gegen Andy Hamilton direkt zu Beginn der Abendsession. Ich hatte es in der Vorstellung schon gesagt, also Hamilton, glaube ich, wird schwer zu spielen sein, Shorty, der wird die Register ziehen, die er hat, wenn es nicht läuft. Aber wir haben auch gesagt, dass Nico sich da eigentlich nicht von beeindrucken lässt von sowas. Ja, richtig, und dabei bleibe ich auch. Ich bleibe dabei, dass Nico jetzt genug Vorbereitungszeit auf diese WM hatte und er seinen Plan im Kopf hat, wie er diese WM spielen will. Er hatte den Plan im Kopf, Mitte des Jahres dafür anzutreten und jetzt wird er diesen Plan versuchen umzusetzen. Und ich freue mich auf diese Partie, ich freue mich auch auf Andy Hamilton, den habe ich lange live nicht spielen sehen. Ich bin gespannt, was er alles so für Tricks hat und so wie dieses Spiel auch immer ausgehen wird, wird Nico Kurz da sehr viel draus lernen können, weil ihr habt es öfter zum Thema gemacht. Andy Hamilton beherrscht die Forcierung der Geschwindigkeit mit dem Abwurf, mit diesem nochmal durchschwingen und. Also der kann an dem Tempo ganz schön rumschrauben und das kann Nico aber auch eben zum Vorteil gereichen, wenn er eben damit keine Schwierigkeiten aufweist, so wie wir damals vorher schon mittlerweile fast 2 Jahrzehnten Probleme hatten mit dem aufkommenden Marco Blesing, den wir Slowhand getauft haben, weil er auch sehr, sehr lange Konzentrationsphasen hatte. Oder auch ein Edat-Spieler, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, aus dem Ruhrpott, der auch sehr, sehr langsam spielt, wo man erstmal Probleme mit hatte. Aber wenn man sich darauf eingestellt hat, dann kann man auch sein Spiel dementsprechend dem anpassen, weil du kriegst einen langsamen Spieler schwer dazu, in Wallung zu geraten. Also solltest du versuchen, darauf gelassen zu reagieren. Und ich traue es Nico einfach zu, dass er das handeln kann, was Andy Hamilton da anbietet. Also auch da, ich bin zwar, das klingt alles sehr pro-deutsch heute, aber es ist auch alles irgendwie belegbar, sehe ich eine gute Chance für Nico Hamilton zu besiegen und gegen Clemens dann antreten zu dürfen. Ja, ja, das Duell würde uns auf jeden Fall freuen. Mir fällt dann noch Scott Kirchner ein. Oder Kirchner, damals von den USA gegen Gary Anderson, der hat ja auch diese Probeschwünge exerziert. Das war ja nicht nur einer, sondern ich glaube 3 oder 4, bevor er den ersten Dart mal losgelassen hat. Da erinnere ich mich auch noch dran. Da hat Anderson sich auch sehr schwer mitgetan. Moritz, auch von dir bitte noch die Einschätzung. Glaubst du, dass es dann zum deutschen Duell zwischen Clemens und Kurz kommen wird? Ja, ich stelle mich hinter die Analyse von Shorty und ich glaube, ich will mich auch gar nicht um Kopf und Kragen reden. Da bin ich voll bei unserem Experten. Das ist doch schön, dass wir uns da einig sind. Oha, sind das wirklich harte Nippels heute? Ja, sind das. Moritz, machst du für Sachen mit mir? Ein neuer Tag, eine neue Gelegenheit. Herrlich. Es ist nämlich schon nach 12, müsst ihr wissen, da draußen, wie wir hier ackern. Ach, nach 12, Kinderarbeit ist verboten, ihr wisst doch, ich darf gar nicht so lange raus.
Ja, zur Vervollständigung natürlich noch die anderen drei Partien des Abends. Die sind auch sehr interessant. Andy Bolden gegen Dieter Hetman, der zweite Auftritt einer Dame bei diesem WM. Dann das sicherlich auch spannende Duell zwischen Damon Hatter und Danny Bergish. Und Michael Vergeven wird zum ersten Mal ans Oki treten gegen Ryan Murray. Am Mittag, das wollte ich dann noch kurz erwähnen, Scott Wales gegen Matt Campbell war ja einer meiner Picks auch für die Spiele der ersten Runde. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Moritz, kurzes Wort von dir zu der Partie und auch eine kurze Einschätzung zu Dieter Hetman noch. Sehr, sehr dankbar, dass du das Spiel nochmal angreifst, weil, das habe ich auch in der Vorschau schon gesagt, ich hoffe echt, dass Matt Campbell so spielt wie beim World Cup und dann haben wir da ein leckeres Spiel mit Scott Waite. Einmal der eine erfahren, weiß, wie man auf einer WM-Bühne spielen muss. Der andere, wo man nicht weiß, bringt er das auf der WM-Bühne, aber andererseits beim World Cup hat er gut performt. Aber hat dann auch so ein, zwei Momente drin gehabt, wo man sich doch wieder unsicher war. Da bin ich sehr gespannt, ob er das halten kann. Und dann haben wir da ein leckeres Spiel. Auch Hatter gegen Bergish, da hoffe ich echt auf Bergish. Dann, der könnte ihn kitzeln, aber dafür ist Hatter in den letzten Wochen und Monaten zu stark gewesen. Da muss ich mich ein bisschen von dem ganz engen Match vielleicht verabschieden. Aber vielleicht, man hat ja Bergish andere Ideen. Bei Dieter Hetman fällt es mir schwer, weil ich glaube, wir haben jetzt bei Lisa Ashton gesehen, was auch so ein Jahr auf der Tour ausmacht. Das haben wir auch so thematisiert. Sie hat sich mittlerweile bei den ganzen Topspielern irgendwie so langsam eingefunden. Trotzdem hat es halt nicht gereicht, um auf der Bühne diesen nächsten Schritt zu gehen. Und ob ich das dann von Dieter Hetman sehe, klar, sie ist so lange schon dabei, hat auch schon so viele Spiele gespielt. Auch in der Vorschau haben wir es, glaube ich, gesagt, sie ist die Erste, die überhaupt mal einen Mann vor TV-Kameras bezwungen hat, vor 15 Jahren schon. Also, aber ich sehe das irgendwie leider bei der WM dieses Mal nicht. Also, dafür ist das Niveau, was Dieter Hetman in der Spitze spielen kann, kommt nicht an das ran, was ein Lisa Ashton zeigen kann. Und ein Andy Bolton, der ist irgendwie, wirkt der für mich gut in Schuss. Sehe ich wenig Chancen leider. Wir werden das dann definitiv in der Abendausgabe von Shortleg dann besprechen, dann auch mit einer Dame als Gast. Wir hatten es ja schon angeteasert, Shorty, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wir hören uns dann morgen wieder bei Shortleg. Gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Vielen Dank fürs Zuhören und dann eben bis morgen. Ciao. 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 So einfach, wie ich meinen Straps hier aufkriege, kannst du dir ein Abo holen von daten.de und Shortleg. Einfach unten draufhauen. Abo holen. Bis dahin. Ciao, ciao.